Hallo und herzlich willkommen zu den Consorsbank News. Mein Name ist Stefan Kemper und ich arbeite als Investment-Spezialist im Private Banking von BNP Paribas. Thematische Investments gehören vermutlich zu einer der größten Erfolgsstories der Asset-Management-Industrie. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht irgendwo lesen kann, dass neue thematische Produkte, sei es Fonds oder auch ETFs, an den Markt kommen. Und ich glaube, dass auch in vielen von euren Portfolios wahrscheinlich das ein oder andere Produkt zu finden ist. Wenn wir über thematische Investments reden, dann ist es ein Feld, bei dem gerade auch ETFs und hier insbesondere dann für gewisse Nischen wirklich ihre Vorteile, ihre Kostenvorteile besonders gut ausspielen können. Denn ohne die Kosten, die für aktives Management und weitere Services anfallen, lassen sich Produkte natürlich auch mit einem relativ niedrigen Bestand an Assets durchaus rentabel am Markt halten. Und wenn man hier mal auf den Markt guckt, dann muss man wirklich sagen, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Themen mit Fokus auf Energiewende, Batterie, Raumfahrt, Cannabis, Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Es gibt sogar Produkte, die Aktien enthalten, die von demokratischen oder republikanischen US-Präsidenten profitieren sollen. Man sieht, der Fantasie der Produktanbieter ist hier wirklich keine Grenze gesetzt. Man kann hier wirklich quasi seiner Fantasie freien Lauf lassen. Für uns als Anlegende ist es erstmal natürlich gut. Wir haben mehr Auswahl. Man kann auch in sehr spezielle Bereiche investieren und dabei immer noch zumindest ein Stück weit diversifiziert sein. Wir müssen nicht mehr auf die Suche nach der einen einzelnen Aktie uns begeben, die halt genau diesen Sektor dann halt vielleicht abbildet. Auf der anderen Seite, und ich glaube, viele von euch wussten, dass jetzt hier irgendwie noch ein Aber kommt, steckt der Teufel natürlich auch hier im Detail. Es gibt viele Themen, wo wir mittlerweile eine ganze Reihe Produkte von unterschiedlichen Anbietern haben. So auch zum Thema Energiewende. Jetzt kann man denken, na gut, das sind alles Produkte mit dem Thema Energiewende. Die haben also denselben Fokus. Wie groß können da die Unterschiede schon sein? Ich meine, sie machen ja quasi alle dasselbe. Wie jetzt der nachfolgende Graph zeigt, ist das allerdings ein Trugschluss. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mal 6 Produkte genommen, Fonds und ETFs, die ihren Anlagefokus auf das Thema Energiewende legen. Und habe hier mal die Jahresentwicklung abgetragen und damit es vergleichbar ist, habe ich das Ganze normiert. Also wir fangen bei 100% an und dann sehen wir die relative Wertentwicklung. Was man hier erkennt ist, dass die Produkte sich zwar in der Tendenz mehr oder weniger gleich entwickeln, aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten doch sehr, sehr groß ist. Der beste Fonds hier an dem Chart hat zum Beispiel nur knapp 10% verloren, der schlechteste jedoch fast 35%. Wir reden hier also von einem Unterschied von immerhin 25 Prozentpunkten und das in nur einem halben Jahr. Wenn ich das aufs Jahr hochrechne, dann sind das fast 50%. Jetzt kann man denken, ja gut, ist vielleicht nur ein Einzelfall. Dem würde ich hier den nächsten Chart entgegenstellen und sagen, nein, ist es leider nicht. Der Aufbau bei dem Chart ist wieder genau der gleiche wie vorhin, nur dass wir hier jetzt auf ETFs gucken mit dem Thema Cybersecurity. Und wir erkennen eigentlich wieder das Gleiche. Die Tendenz, was die Kursbewegung angeht, die ist in etwa gleich. Aber auch hier ist die Streuung relativ groß, auch wenn sie nicht ganz so extrem ist wie bei der Energiewende. Dennoch kommen wir hier auch auf einen annualisierten Unterschied von fast 20%, wenn wir das Top mit dem Flop-Produkt vergleichen. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, ja, wo kommen jetzt die Unterschiede her? Nun, da ist es so, dass jeder einzelne ETF seine eigene Benchmark hat. Das heißt, für jeden einzelnen ETF, für jeden neuen ETF wird ein neuer Index kreiert, der dann von diesem ETF abgebildet wird. Und hier hat natürlich jeder Index seine eigenen Regeln. So, man schaut, was kommt rein, was kommt nicht rein, welche Grenzen gibt es hinsichtlich geografischem Exposure, Marktkapitalisierung oder, und das ist sehr zentral, wie viel relevante Umsätze muss denn Unternehmen erzielen, damit es überhaupt in den Index kommt? Warum ist das so wichtig? Nun, einfaches Beispiel. Denkt an das Thema Raumfahrt. Da kann ich jetzt eine Airbus mit drunter fassen, einfach weil Airbus ja natürlich auch in kleinen Teilen im Bereich Raumfahrt unterwegs ist.
ist Raumfahrt aber der wesentliche Treiber für den Geschäftserfolg von Airbus? Ich würde an der Stelle sagen, nein. Es gibt allerdings zum Beispiel halt Anbieter, die interpretieren das anders, die nutzen da halt einfach ihren Spielraum. Amazon ist ein anderes Beispiel für Cloud. Ja, der AWS-Service von Amazon macht mittlerweile einen gewissen Teil der Umsätze aus. Ist es der Großteil der Umsätze? Auch hier wieder nein. Und da kann man dann sagen, ich nehme solche Aktien mit rein oder ich will wirklich Aktien haben, die einen Großteil, also 50% oder mehr ihrer Umsätze aus meinem Thema rausmachen. Und das verändert dann das Profil von so einem Index ungemein. Daher gelten also gerade bei thematischen Investments die alten Regeln bei der ETF-Selektion überhaupt nicht. Denn wenn ich auf ETFs gucke, auf etablierte Indizes, also DAX und S&P, Eurostoxx, was auch immer, dann ist es derselbe Index. Ich habe zwar unterschiedliche Anbieter, aber der Index ist gleich. Das heißt, dann reicht es, wenn ich eigentlich auf so Sachen gucke wie gut wird der Index abgebildet und dann schaue ich vielleicht noch, ob mir die Art der Abbildung gefällt. Möchte ich es lieber physisch haben oder lieber replizierend? Bei Themeninvestments muss ich aber wirklich auf den dahinterliegenden Index gucken und muss schauen, wie investiert der, wie ist der zusammengesetzt und wie sehen die Indizes bei den anderen Produkten aus? Einfach, damit ich keine bösen Überraschungen erlebe und dann am Ende des Tages halt auch wirklich das bei mir im Depot landet, was ich auch erwarte und was ich tatsächlich dann auch haben möchte. Damit sind wir am Ende dieser Consorsbank News. Ich hoffe, die Informationen waren für euch von Interesse. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin verabschiede ich mich, wünsche gute Trades und sage Tschüss. Consorsbank.